Unterscheiden Sie Frachtkosten und Rollgeld. Okay, dann machen wir uns am besten so eine Skizze. Und zwar von hier bis hier haben wir den Transport mit einem gewerblichen Beförderer. Also von hier, von diesem Punkt bis zu diesem Punkt ist das zum Beispiel die Bahn oder der LKW. Eine gewerbliche Beförderung. Und das, was man dafür bezahlen muss, heißt Frachtkosten. Jetzt muss man aber erstmal zum Bahnhof kommen, wenn es die Bahn ist. Ja, dann haben wir hier den Verkäufer, den Lieferer, und der muss nun die Ware erstmal zum Bahnhof transportieren, also von hier bis hier. Und der Transport vom Verkäufer, auch Lieferer genannt, bis zum Bahnhof oder auf den LKW heißt Rollgeld. Ja, das kann man durchaus wörtlich nehmen. Und dann noch hier beim Zielbahnhof, ja, hier ist der Verladebahnhof, hier ist der Zielbahnhof, vom Zielbahnhof bis zum Käufer. Also von hier bis hier, auch die Gebühr dafür heißt Rollgeld. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.